Oh Gott. Meine Hey. Hi. Da kommt sie runter oder kommt sie hier rauf so? Ich glaube nicht, dass wir von hier aus hier drauf gesprungen haben. Warte, vielleicht. Tobi. Ah! Gott! Auf. Hi. Ich bin rein. Ich habe einfach E gedrückt. Während du hier abgeschmiert bist, was? Besser wird's nicht, Tobi. Oh oh. Muss jetzt rein. Ja, auf der Seite geht's nicht. Einmal Steuerung drücken. Das war super. Ja, so besser kann ich ja wirklich nicht mehr, wenn ich lande hier. Oh. Und jetzt bleiben wir am Rotor hängen, einmal klicken direkt die Bearmer, einmal komplett nach links, ach, gib Seite und direkt sterben. Ah ne, aber Winfield war es immer. Wir wissen, wo El Politos Auto steht. Auf geht's. Stehlen Sie es und meine Next. Leute analysieren seine Navidad. Ach, das Auto klauen. Das Auto klauen. Der gute Lambo. Tieferliche. Ja, in Bolivien gibt's auch Sportwagen. Das ist ja wirklich abgestürzt, sind wir bisher noch nicht mit dem Heli. Und mein rechter, linker Platz ist frei. Wo ist Krubi? Vorne, neben dir. Das Co-Pilot. Okay. Ich hab leichte Hämorrhoiden. Ich rutsche dezent auf die Tragfläche hin und her. War das mein Ziel? Ich will auf den Kran. Wo war das Ziel? Weiß ich nicht. Nein. Rechts. Hinter uns. Rechts. Ach. Ein Stück nach vorne. Ah! Oh Gott! War ein Stück zu weit nach vorne. Was zum Teufel war das denn jetzt? Ich bin einfach nach oben geschlittert. Gott, ich werde sterben. Ich sehe es jetzt schon. Nein, nein. Lass mich einfach. Nein, lande einfach. Besser ist das. Ich lande hier hin tatsächlich? Ja, wir müssen hier. Oh Gott, nein! Ich bin gelandet. Ja, wir sind gelandet, Leute. Alles klar, los geht's. Ich bin sicher, keiner hat mitbekommen, dass wir überhaupt hier sind. Nein, überhaupt nicht. Dieser Heli, der regelmäßig diesen Kran zerschellt, ja. Ich hole schon mal das die Dokumente hier, macht den Rest, ne? Ach so. So läuft das hier also. Dokumente? Ich hab noch einen Tango. War noch Dokumente? Ach so, wir müssen ins Auto stehen, okay. Tango weiß, dass was faul ist. Tango in der Form. Oh, das war nicht so gut. Das war nicht so smart. Ah! Oh Gott! Aua! Ah! Du hast einen Sportwagen! Ah! Oh, ah! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab ihn! Oh Gott! Es gibt immer diesen einen Murdoch, ne? Gott, fährt er sich beschissen. Gegner tot. Hey, Kobi, willst du einsteigen? Einer kann mitfahren. Ach, da hast du ja. Einer kann mitfahren. Oh, shit. Wo haben wir denn? Da, ich fahr mit dem LKW. Ich hab ein mega Maschinengewehr, was auf mich ballert. Ja, komm mal her, hinter dir und steig ein hier. Oh, Kobi, willst du nicht einsteigen? Ist grad schwierig. Ja, steig doch. Hey, okay. Man kann auch anstellen hier. Ciao, Leute. Ich hab irgendwie das Gefühl, das sah bei uns anders aus, als wir es gemacht haben, Kubi. Ganz minimal. Aber wichtig ist, Ziel ist erfüllt, wir haben das Auto. Ein Top. Das war jetzt nicht mehr so wirklich ein Lambo. Klingt auch ein bisschen anders wie ein Lambo jetzt. Und da ist ein, wir werden auch arg von hinten beschossen. Guck mal kurz raus, wie spät das ist. Dann ist es wohl ziemlich sicher, Judas. Ja, ist dunkel. Das ist selbst, Gott, mit Kondom. Ich glaube, das Radlager ist ein bisschen älter. Sollte mal gewechselt werden. Klickt ein bisschen. So. Ja. Das ist so. Ich sehe halt nichts und ich fahre halt. Ah! Da links.
Alles gut. Wie findest du, wie ich fahre? Ja, super. Du müsstest diesen Aufkleber drauf haben, wie diese FedEx-Fahrer, weißt du, so How Do I Drive oder so. Weißt du, wo du dann anrufen kannst, dass du bei der Hotline dann quasi mal ja, Bescheid geben kannst, wie gut der Fahrer doch fährt. Ey, er hat sich gefunden. Schau an. Ah! Und einen Abhang hat er auch gefunden. Keilriemen sollte aber auch mal neu. Epischer Rausfallmoment. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Was wollen die mit dem Auto denn noch machen? Judy und Polito verstecken könnten. Das ist ein bisschen kaputt. Findest du? Ich finde, es geht noch. Geht noch voll klar. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Granate fliegt. Nehm das. Oh. Hoppala. Naja, auf dem nächsten Mission. Habe ich ein hübsches Feuerchen gemacht? Komm, wir nehmen uns ein Motorrad und dann geht's ab hier. So, kannst du nur alleine fahren? Ja, da ist noch eins. Ja, wir sind zu dritt. Der Kobi nimmt seinen LKW wieder, passt doch. Das Motorrad nehme ich nicht, das qualmt. Der gerade explodiert ist. Der auch das gerade auch. Sie sind explodiert. Ja, warum? Ich weiß es gar nicht. Ganz komisch. Hier ist Gepäckraum. Warte. Im Kofferraum. Du bist Kofferraum? Ah, oh, man kann nicht rausschießen. Bist du. Okay, mir nach. Oh Gott, die Karre, die hört sich auch schon wieder so kaputt an. Ja, aber ich dir mal alles hochjagen muss. Nein. Muss ich gar nicht, ich glaub. Verleugnung. Ehrlich. Zeig dich an. V8-Power, sag ich ja. Wir folgen auf Schritt und Tritt. Ich sollte vielleicht nicht nach hinten schauen, wenn ich fahre. Vielleicht nicht ganz so oft. Wow. Scheiß auf den Heli. Hui! Oh Mann, man fährt echt nur richtig viel, das ist ja lame. Ja, macht mir mal den Zaun für mich kaputt. Danke. Ich hab dir da mal was aufgemacht. Da ist übrigens eine Mauer. Oh, ich habe keine gesehen. Was ist eigentlich dieses schwarze, rauchige Zeug, was da vorne aus dem Auto rauskommt, Kobi? Benzin? Ist das Benzin? Achso. Das muss also so? Ja. Das ist ja normal, okay. Das ist ja für, über, das ist der Überlauf. Ja. Wie soll bitte ja, man, okay. Warum sollte man auf dem Auto tanken, wenn es sich irgendwie Benzin verliert, ne? Ja, das stimmt wohl, ja. Das ich machte mir da etwas Sorgen, weil ich ein bisschen weniger sehe dadurch. Das ist normal. Achso. Ach, ist die, oder ist das doch ein Diesel vielleicht? Oh. Okay, es war nicht. Ach, Power! Okay. Naja, ich würde sagen, mittlerweile ist es nur noch V2 Power. Ich weiß zwar nicht, warum ich die gerade diesen Weg. Muss dir der V8 erstmal zeigen, wie man die auch kommt. Komm schon! Tschüss, Baby! Tschüss! Hui! V8 Power auch! Oh Gott! Aua! Wofür hast du eigentlich ein Cross-Motorrad? Ist besser bei V8 Power mitfahren können. Weil es lustiger ist. Ich stelle mir so vor, wie sich das die Entwickler so vorgestellt haben, wie die Leute spielen und dann sehen sie ja, wie die Leute spielen und sind so, verdammt. Oh Gott, wofür? Ja. Wofür haben wir das Scheißspiel überhaupt gemacht? Ja. Wir machen eh nicht das, was wir wollen.
Okay. Ich sehe absolut gar nichts. Ich hoffe, das ist okay so. Das ist völlig normal. Ja, denke ich mir auch gerade. Oh, oh, oh mein Gott. Oh fuck, oh. Das ist so schlecht, Alter. Und sind wir eigentlich gerade den Berg hochgefahren? Damit wir hier wieder runterfahren können. Um wieder runterzufahren. Okay. Aber das ist halt eine Straße. Ach, Straßen werden überbewertet. Straßen werden überbewertet. Die Straße kann ja jeder fahren. Wenn wir es können. Weißt du, wir sind hier auf geheimer Mission, Kobi. Was glaubst du, wo sie uns zuerst sehen werden? Richtig, auf der Straße. Du meinst das qualmende Auto, was über den Berg ballert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn er mal runterfällt. Oh Gott, oh Gott. Nein, schaffen wir. Wir müssen mit der V8 Power nur erstmal wieder hier rückwärts hoch. In Kulta steht das Feuer noch. Ausschau halten nach dem Rebellen, der hier festgehalten wird. Und dann müssen wir hier mit der V8 Power hoch. Dann haben wir es gleich geschafft. Sag ich doch. Mach mal bitte das Radio aus. Hab ich eigentlich. Echt? Ja. Jetzt, mal an. Jetzt müssen wir hier wieder runter. Ich erwarte gleich was sehr Lustiges. Ja, ja. Was? Zu mir, oder? Man sieht einfach nur, wie es halt 30 Meter abfällt. Dann hier so. Und da so. Oh. Au, 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 au. Oh. Das zweite Mal. Glückwunsch. Warte, warte! Ah, okay. Jetzt sollten wir aussteigen. Was war das? Das weiß ich nicht, das möchte ich gar nicht wissen. Hab noch einen entdeckt. Da ist noch ein dritter. Hoppala. Jetzt sind sie wach. Wie, jetzt sind sie wach? Was ist passiert? Drück mal Taste G. Scharfschütze zielt auf uns. Granate fliegt. Okay, das war gemein, Rico. Das ist eigentlich ganz spannend hier. Ich weiß gar nicht, was du hast. Am Boden. Oh. Tango getroffen. Das war gerade voll verzögert. Irgendwer schießt da auf mich. Ja, ich weiß. Nee, das ist von dir. Meinst du die Reflections? Ich glaube, wir müssen mal in Spitzgebäck hinein. Können wir im Fallschirm hier runterspringen? Das ist tief. Er ist getroffen. Da schießt irgendwas zurück. Wer wohl die wahr sein hier? Ich wurde gerade so ein bisschen angeschossen. Ja, das macht nichts. Ah, ich bin tot. Da ist noch einer in der Kirche, das habe ich nicht gewusst. Ich komm. Lasst euch Zeit. Ja, wir haben noch eine Minute, ist das Problem. Ja, ja. Ich komme nicht so ein oder weiteres runter, ist das Problem. Shit. Au. Noch 40 Sekunden, aber ich möchte nicht unter Druck setzen oder sowas. Ah, oh, wie ich halt. Au. Warum treffe ich denn nicht? Fuck, ich muss trinken, da fällt mir gerade auf. Oh. Naja, was soll's. 30 Sekunden. Ich habe Schmerzen. Ach, der Kiko ist auch tot, okay. Noch. Bom. 15 Sekunden. Hol ich wieder zuerst. Ja, er läuft falsch rum, dadurch bin ich jetzt eigentlich schon tot.
Ja, ich merk's gerade. Meiner Pose sind zwei wach. Einer steht direkt an der Tür, der steht jetzt genau bei meiner Leiche. Ich bin tot in 2-1. Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Was? Nein, Pizza. Wieso lebe ich noch jetzt? Konnte ausbilden. Ja. 19. Leute, 19. Au. 17. 15. Auf dem Weg zu mir sind zwei Waffen. Nice. 9. 8. 7. Mama. 6. 5. Ein Treffer nicht voll. 3. Nee. 2. 1. Das war's. Alle okay? Alle okay? Ja, wirklich. Nein, ich komm hier nicht raus. Tot. Oh. Ah. Ich bin so traurig. Ich habe alles gegeben. Vielen Dank. Einer? Warum hat das so lange gedauert? Ja, guck an. Hat er doch irgendwie geknappt. Ja, bei mir auch. Ganz komisch. Ich befürchte, man stirbt hier nicht. Ja, wahrscheinlich. Hey, hey, abre la porta, öffne die Tür! Gib den Tipp, er schießt den nicht. Alles gut, Hermano? Was wollen Hermano? Sie von mir? Juri und Polito, ihre Folterknechte. Wir sind hier, um sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So, so viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Ist schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Weiter geht's. Keine Zeugen. Keine Zeugen, und er hat mir keine wirkliche Information gegeben. Also was will ich mit dem Typen? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Boah, ich bräuchte ein bisschen Munition noch. Irgendwo hängt hier noch Munition rum. Da gerade ist so ein Munitionszeichen, ja. Kommt denn da wohin? Ist halt einmal rum. Los geht's. Ätzend. Oh, ein Nebeneinsatz. Lass uns hinfahren. Konvoi anhalten. Ja, ja. Schon das wieder? Hat ja so super funktioniert, ja. Ja, vielleicht war das Konvoi anhalten mit dem Helikopter nicht die beste Idee gewesen. Ich würde sagen, wir lassen diesmal einfach liegen. Ich hab da vorher extra Whoop gemacht. Ach so, ja, stimmt, dann verletzt man. Ja! Lol. Ja, gut, ich sag mal so. Das sind ja doch 6 bis 7 Meter. Das kann ich nicht teilen. Aua, was rammst du mir denn da? Es tut weh. Du bist bei mir gar nicht in der Nähe gewesen bei ihm. Ja. Okay. Du bist halt ein Geist. Ja, stimmt, halt einsteigen. Warum ist das Auto denn schon wieder im Arsch? Weil du runtergefallen bist. Okay. Deswegen ist das Auto immer am Arsch. Aber es war definitiv ein deutlich kürzerer Weg. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich nicht. Ja, zumindest haben wir V8 Power. Das regelt. Was? So, nicht mal Munition, ohne dafür extra einen Umweg zu gehen.